So, wir machen uns jetzt auf und holen die letzten zwei Triforce-Karten. Oh. Wohin guckt der denn? Du guckst da hin, aber da will ich nicht hin. Meinst du, das ist ein Herzteil? Reden wir mal mit ihm. Ports, Blitz! Diese Kanonen sind eine Gefahr für alle Reisende. Ob die nicht endlich jemand verschrotten will? Dort gäbe es doch etwas Lohnendes zu holen. Kanonen. Ja, er scheint wirklich zu dem Turm da zu blicken. Ich glaube, wir lassen es mal lieber. Und gehen einfach weiter Richtung Präludien. Präludien ist. Nee, nicht Präludien, Portemonnaie, genau. Mit dem Kanon des Sturms kommen wir da hin? Weiß ich gar nicht mehr. Gucken wir mal, ob uns ein Sturm direkt dahin bringt. Ich glaube aber ja. Das wäre sehr gut. Genau. Da müssen wir hin, da müssen wir nämlich etwas besorgen. Damit wir überhaupt erst an die Karte herankommen können. Oder damit wir überhaupt die Möglichkeit haben, daran zu kommen. So. Nein. Das war nicht geplant. Das ist geplant gewesen. So. So, und zwar rüsten wir nämlich jetzt mal die Glücksamulette aus, deswegen bräuchten wir auch 20. Wir gehen jetzt nämlich zu der Lehrerin von den Schülern. Die ist ja da im Klassenraum. Ich weiß nicht, ob sie da auch bei Tag ist, bei Nacht ist. Ansonsten spiele ich mal ganz schnell die kleine Tag- und Nachtmusik, dann passt es ja wieder. Die Lehrerin müsste hier sein. Ah, da ist sie. Zeigen wir die Glücksamulette mal. Ein Glücksamulett, ganz genau. 20 Stück willst du haben. Also, ich krieg erstmal einen roten Rubin dafür, um mir eins gezeigt zu haben. Und das sind die anderen. Oho, du bringst mir also wieder Glücksamulette. Wie ich sehen kann, hast du gerade 21 Glücksamulette bei dir. Dass ein Junge wie du mir gleich so viele schenkt, das kann ich noch nicht, kann ich kaum fassen, ja. Sehr schön. Urkunde des Anwesens. Die brauchen wir. Damit kommen wir nämlich irgendwo rein. Dankeschön. Kommen wir nämlich irgendwo rein in dein Anwesen, wo wir dann auch das nächste, die nächste Karte finden. Genau. Ich kann mir überlegen, wie kommen wir wieder zu unserem Schiff zurück. Da unten ist es. So. Die Insel, wo das Haus ist auf E5, glaube ich. E5. Niemandsland. Ganz genau. Das heißt, erstmal schön den Wind in Richtung Süden lenken. Und dann darunter fahren. Da haben wir schon die siebte Triforce-Karte. Bleibt nur noch eine und dann das Ganze entschlüsseln lassen und die diese Triforce-Dinger finden. Diese Teile. Ah, und dann können wir endlich Ganondorf bezwingen. So, den Schatz nehmen wir auch mit. Oh, ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt da sind beim Schatz, aber ich glaube ja. Perfekt. Und wenn das jetzt 100 Rubine sind, dann bin ich, glaube ich, der glücklichste Mensch in dem Moment. Und dann hätten wir nämlich perfekte Anzahl an Rubine, um die ganzen Karten entschlüsseln zu lassen. Und? Ah, 50. Ah, so knapp. Aber gut. Fehlen ja nicht mehr so viel Rubine. Nein, falsch. Fehlen noch 22. Und mit diesen 22 können wir dann zu Tingle, also beziehungsweise wenn wir dann noch die 8 Karten haben. Das wird ein Spaß, wenn er uns die entschlüsselt.
Ja, ich hoffe, dass sie, weil ich denke mal, die Triforce-Dinger sind dann so versteckt wie normale Schätze. Das heißt, wir suchen einfach so einen Lichtkreis im Meer und fischen die dann raus. Also im Endeffekt nichts Großartiges. Ich glaube, da ist die Suche nach den Karten deutlich schwieriger. Was haben wir da denn? Wieder ein Schatz? Ja, komm, rüsten wir mal den Greifhaken permanent aus. Das könnte jetzt das restliche Gold sein, was uns dann verhelfen wird, die zu entschlüsseln. Oh. Wenn es 50 sind, dann reicht es vollkommen aus. Und? 20. Aber ich glaube, die reichen sogar auch schon aus. Weil er will keine glatten 400 Münzen von uns sehen, sondern 398, glaube ich. Das heißt, es würde jetzt vollkommen ausreichen, auf jeden Fall. Na gut, jeder Rubin, den wir dann mehr in der Tasche haben, ist ja nochmal zusätzliches Taschengeld für uns. Was wir dann für irgendwelche Sinnlosigkeiten ausgeben können. Wo ist denn da die Insel? Ach, ganz klein in der Ecke. Aber es gibt auch nicht mehr viel. Ich bin jetzt nur leicht verwundert, weil uns fehlt noch eine Flasche. Rein theoretisch, aber ich glaube, die müssen wir eh nicht holen. Und noch ein Gegenstand hier. Bin mir auch nicht sicher, welcher das ist. Aber ich glaube, die zwei Sachen, die da uns da fehlen, werden eh nicht notwendig sein. Also die Flasche, na gut, da kann man drüber hinwegsehen. Der andere Gegenstand, denke ich, wird nicht von Notwendigkeit sein. Oder den finden wir eventuell noch. Was werden wir dann sehen? Wieso regnet es jetzt so stark? Würde es bitte aufhören? Oh, man sieht den Leuchtturm sogar immer noch da hinten. Schön. Da ist nochmal der Turm der Götter. Ich glaube, da müssen wir dann nochmal hin, wenn wir die ganzen Triforce-Teile gefunden haben. Zu einem letzten Gespräch mit dem König, beziehungsweise dem neuen König, der ja mit uns fährt. Oder, ja, ich glaube, mit Prinzessin Zelda, glaube ich, reden wir sogar. Und dann können wir uns aufmachen, um Ganon zu finden. Das da vorne müsste die Insel sein. Da bin ich mal gespannt, was uns auf der Insel erwartet. Ja, wieder ein Schatz, den ignoriere ich jetzt einfach. Weil die Rubine reichen, deswegen werde ich jetzt auch nicht mehr so viel um das ganze Gold machen. Wie weit bist du denn noch entfernt? Ich vermute mal nicht mehr so weit. Nö, sind gleich da. Okay, ich glaube, da kommen wir ganz normal hoch. Da brauchen wir keinen Enterhaken. Glaube ich mal. Da wäre jetzt noch ein Fisch, den brauchen wir aber nicht mehr. Gerade haben wir schon mal uns einzeichnen lassen. So, da ist das Anwesen. Da müssen wir dann noch die Urkunde vorzeigen. Jetzt gerade nur gucken, wie wir hochkommen. Ja, komm, steig ab. Oh, ganz schön ruhiges Wasser. Im Moment. Ich glaube, das interessiert uns eigentlich auch recht wenig, weil wir jetzt eh da rein müssen. Ah, hier steht auch nochmal einer von denen und guckt irgendwo hin. Keine Ahnung, wohin. Ist mir aber auch egal. So, wir müssen hier das, die Urkunde vorzeigen. Diese Unverfrorenheit. Reibt er mir glatt mit seinen schmutzigen Fingern etwas unter die Klinke. Nanu. Aber das ist doch. Dann ist er. Dann seid ihr also mein neuer Herr. Mace ist euer Name, nicht wahr? Oho! Einen wirklich schönen Namen habt ihr da, Herr Schleimnet. Ehrenwerter Herr Mace.
Bitte schließt die Tür hinter euch sanft. Und wir dürfen eintreten. Sehr gut. Jetzt müssen wir gucken, wie wir die Karte ergattern können. So, man sieht schon, wie witzig es ist. Hier ist eigentlich gar keiner. Ach, da oben sieht man schon. So. Das hier erstmal runterziehen. Dann können wir da unten rein. Da erwartet uns jetzt auch wieder so ein kleines Rätsel. Was hoffentlich nicht so schwer wird. Was bist denn du denn? Eine kleine Ratte. Ich glaube, wir müssen hier runter. Okay, jetzt wird es etwas schwieriger. Toll. Oh, erstmal. Ah, das Schwert weglassen. Okay, jetzt bin ich wieder verwirrt. Wow! Eine Ratte genau neben uns. Gehen wir mal weiter. Noch eins. Achso, ich muss weiter drücken. Noch eins. Und jetzt abbiegen, logischerweise. So, da hoch. Ah, oh, toll. Zwei Schalter, das heißt Stahlhammer. Wow, wieder Wasser. Genau, dann geht nämlich dieses Tor auf. Und wieder runter. So, was haben wir hier? Oh, wieder zwei Löcher. Toll. Ich hoffe mal, der hier ist der richtige. Sehr gut, dass man, wenn er kriecht, dass man so viel sieht. Ich sehe gar nichts. Wir scheinen aber irgendwo rauszukommen. Wieder eine Leiter nach oben. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Oh, nee. Okay. Ist die große Frage. Ich vermute mal, so wie es hier aussieht, ins Loch eigentlich. Oh, nein. Oh, nein. Oh nein. Oh verdammt. Oh Gott, du bewegst dich. Bitte seid tot, geht weg. Tot. Hä? Okay, was? Hä? Kein Ausgang. Danke dafür. Danke. Ah, aha. Und wohin wirst du mich jetzt hinführen? War da vorne jetzt schon der Ausgang? Ich hab's gar nicht gesehen.
führst mich wieder nach oben. Wie weit geht denn das? Oh Gott, nee, oder? Wir haben es geschafft. Unglaublich. Unbelievable. Und Triforce-Karte Nummer 7. Ah. Ausgezeichnet. Da bleibt nur noch eine. Huh. So. Genau, ja, die müssen wir entschlüsseln lassen, ist in Ordnung. Wir wissen auch, welcher Herr das macht. Ich hoffe einfach mal, ich weiß, wo wir raus können. Ich glaube, hier waren wir, ne? Genau, da ging es ja runter, wo wir dann zur Karte gekommen sind. Ah, außen rumlaufen. Hier irgendwo ist der Ausgang, oder? Ah, perfekt. Gut. Hätten wir das geschafft. Hier auch nochmal raus.